Neue Runde, neues Glück. Jetzt haben wir das sechste Spiel. Bis jetzt steht es ganz gut. Drei Siege, zwei Niederlagen. Und ich glaube, ich habe drei Spiele gegen Magier gespielt. Eins verloren, zwei gewonnen. Also eigentlich müsste man sich dann doch nochmal einen Magier wünschen, aber wieder so einen schlechten wie eben. Das wäre gut. Der totale Noob, zwei hoch. Mann. Rexha Ah, das gegen sind die unangenehmen. Malfunga. Das Unangenehmste am Druide Ich muss die in Wildnis der Arena ist ja, dass verlassen, man einfach dass keinen die Plan hat, was er Regeln. spielt. Er hat ja diese ganzen, ach, ich weiß nicht so, ich spiele einfach mal alles Karten. Und da bist du halt als Druide selber immer flexibel aufgestellt. Und als Gegenspieler hast ein Problem. Müssen wir mal gucken. Gegen Druide jetzt den in der ersten Runde ausspielen, macht nicht viel Sinn. Grüße. Den frisst er ja einfach auf. Tür zu. Ja, oder so ein Schwein hier. Grüße. Was machen wir da? Ja, ist gut jetzt. Einmal reicht. Wollen wir hoffen, dass der uns nicht umbringt, ne? Oh, der kommt mit Familie, Schweinerei. Ah, jetzt schon die Sprengfalle, wäre natürlich ein bisschen übertrieben. Wenn jetzt die beiden spielen, ist auch blöd. Die sind ja beide einfach erstmal weg. Dann legen wir ihm doch mal so ein Ekelgolem hin. Was? Ja, mal holen, das ist ein Ghoul. Wenn er den jetzt angreift, ist der dann 4-1. Könnte er noch mit als Druide nochmal umbringen, dann wäre er dann tot. Schauen wir mal. Wenn er ihn nicht angreift, jubel ich ihm so eine Sprengfalle unter. Dann wünscht er sich, er hätte mal angegriffen. Das ist jetzt überraschend. Oh, schade auch nicht. Jetzt habe ich gerade wieder gar keine Lust, seine Sachen kaputt zu machen. Wo wir gerade diese schönen Dinger hier haben. So, komm mal hier. Haben wir ja so einen Agro-Kandidaten am Start. Wenn er jetzt schlau ist, macht er alles kaputt. Wollen wir auch hoffen. War eigentlich doof, das auszuspielen, so im Nachhinein. Egal. So, jetzt haben wir 4. Können wir ihm noch mal so einen Köder hinlegen, ne? Lass die Schmerzen Aber sprechen. den Köder mag er ja immer irgendwie nicht. Verstehe ich auch nicht. Aber bisher auch sehr wenig gespielt. Das ist ein bisschen verwunderlich, was er sich da zusammenzaubert. Also entweder hat er nur die fetten Klotzen auf der Hand, oder er hat einen ganz fiesen Plan, den ich noch nicht durchschaut habe. So, ich glaube, so eine Sprengfalle. Befreundetes Wildtier. Wer soll denn hier ein befreundetes Wildtier haben? Sprengfalle finde ich cool. Tja, lassen wir die Hunde los. Ist eigentlich aktuell noch nicht so der Brüller, man hat's ja. Das könnte ich ihm jetzt für drei. Ah, ich will gar nicht seine Kreaturen umbringen. Wird schon vor die Hunde gehen. Er schickt mir Schweine, ich schicke ihm Hunde. Und meinen professionellen Anleiter für sonderlich gut auf die Schnauze kriegen. Ah, daher geht er hin. Das Gute ist an dem, der ersetzt sich ja auf jeden Fall. Ja. Aber die Sprengfalle liegt noch. Immerhin, irgendwas muss ja auch dann nützlich rumkommen. Ja, Spotterliegen ist jetzt nicht so brillant.
treten wir nochmal nach. Zack. Das war's. Jetzt hätte ich eigentlich fest damit gerechnet gehabt, dass er. Das hast du immer davon, wenn du bokerst. Ach, ein Kriegsgolem. Ja, ist ja schön. Was machen wir denn jetzt Intelligentes gegen den? 4 wäre auf 6. Da fehlt noch ein bisschen was, aber er muss ihn ja angreifen. Ding, der ist auf 8. 7 bringt auch nichts. Ich frage mich, ob. Ich kann natürlich jetzt einen Spotter hinlegen und hoffen, dass da was passiert, aber. Aber was mache ich eigentlich? Ich weiß nicht, was ich mache. So haben wir ja auch einen Spotter auf dem Brett. Treten wir nochmal nach und dann voll in die Fresse. Ja, 15 ist es ja langsam auch schon so ein bisschen unter Druck. Das war total unerwartet. Ach, jetzt klatscht er ja mal rein. Oh. Räumt zumindest gut ab. Hab ich den Stress nie mehr. Der Spotter bringt ihn ja auf jeden Fall um. Der bringt mir nichts. Die Tore sind geöffnet. Mal reintreten. Schön runterbuttern. Jetzt ist er ja hier schon stark im Zugzwang. Das heißt, ich habe noch einen Puffer, selbst wenn er den jetzt wegballert mit irgendwas. Der Druide hat da ja auch ein paar. Er muss irgendwas tun. Ansonsten wird es in der nächsten Runde ganz schlecht gehen. Das sind hier. Ah, das ist eine Option. Mal so ein Legendary am Tisch legen ist immer eine Option. Ja, der ist natürlich jetzt wahrscheinlich das Beste, was ich an der Stelle noch spielen kann. Was wir machen. Und was andere spielen? Können die natürlich den noch dazulegen, wo es gerade so günstig ist. Die zwei verkraftet er, er muss ja den Spotter angreifen. Ich habe nicht genug Mana. Oder ich habe einfach nicht genug Mana. Dann ist die Option leicht. Das ist jetzt ekelhaft. Ich muss ihn jetzt einfach angreifen. Ich würde ihn jetzt gerne einfach mal angreifen, aber ich kann nicht. So, wenn ich ihm den mitnehme, dann muss er mit dem Szenarios intervenieren. Obwohl, er hält noch schnell was ausspielen. Diese Karten von der Hand, so ein Sternenfeuer aus der Hüfte. Ja. Das ist schön, das habe ich mir so vorgestellt. Jetzt muss ich mir nur noch einen Plan überlegen, wie ich ihn loswerde. So ein Mehrfachschuss. Letztes Mal hat es ja auch geklappt, als ich den haben wollte. Ja, ich glaube, irgendwie der will mich umbringen. Täuscht sich so an, ja. Wie viel sind das? 5. Erstmal, dass die Karte tatsächlich noch brauchbar ist. So, guck mal hier. Schießen wir für 2. Plupp. Erstaunlich. Ja, das hätte auch ins Auge gehen können.